Folge, weißt du? Ja, da wären wir wieder hier in Ghost Recon Wildlands. Da kommt der Eisenbahn. Gerade keine neue Mission, sondern Aufklärung. Ja, wir wollen ein bisschen weiter hier in der Region weiterkommen. Nicht, dass wir ein paar Nebenmissionen machen können. Chris, wo fährst du lang? Rechts? Ich werd grad ach du Scheiße, ach du Scheiße! Ich wollte eigentlich auch dahin. Aber? Ja, die Uni da drüben hat irgendwas dagegen. Ich weiß auch gar nicht, wie ich da überhaupt. Ich brauche eigentlich mal den Weg markiert. Ich hab den Weg nicht markiert. Ich dachte, ich fahre richtig, aber ich fahre richtig, fahre falsch. Und ich bin gerade an Unida-Truppen vorbei und die haben gerade irgendwie ein bisschen auf meinen Wagen, aber auf mein Motorrad geballert. Mögen sie dich nicht? Nee, die haben irgendwie. Diskriminierung bei dir da? Ja, weil die haben echt auf den Arsch geballert. Das ist quasi ein Motorrad, ey. Fahr ich erstmal den Berg hoch. Ach Gott, die schießen immer noch auf mich. Warum kämpfen wir? Warum schießt du auf alles, was uns ja, ist? Die haben sich zuerst zu uns umgedreht. Nein, glaube ich. Nur den Rücken freigehalten. Pass auf, hinter uns ist jemand. Oh, die war auch weg. Das Geschütz ist voll geil. Ja. Ich frage mich noch gerade, wie weit das noch ist. Ja. Super. Nichts verfehlt. Ja, wir sind gleich da. Was ist denn das für eine Mission? Was macht man da? Jemand eine Ahnung? Wir versuchen durch die wichtigen Aufklärungsdaten einen neuen Einsatz in Timakal freizuschalten. Okay. Der Christian fährt gerade ganz woanders hin. Schon fährst du ganz nur geradeaus. Ja, wir fallen hier drinnen auf. Das sind Unidad, ne? Das ist Staat, gegen die wir jetzt hier kämpfen müssen. Ja, warte, ich habe jetzt eigentlich alles, warte. Ah, das ist leider nichts, das wir jetzt brauchen könnten. Ich weiß, wo eine Kartellsendestation ist. Machen wir sie platt. Ja, ich hab schon, aber jetzt. Ja, aber da, die Hauptmission ist doch noch da hinten drin. Ah, stimmt. Muss da einen umbringen. Oh, fuck, der hier wieder oben. Haben da ein kleines Problem, würde ich jetzt sagen. Granate kommt, komme mir da cool aus. Sniper's down. Schaffst du? Muss hacken. Ich weiß, wann eine Coca-Lieferung vom Güterbahnhof hier in Tabakal abgeht. Wer hat Lust, sich die Hände schmutzig zu machen? Ich hätte das nicht machen sollen. Ich bin down. Fuck. Oh, warum du jetzt down warst? Das seien wohl Gegner. Sag mal, wartet. Waffenkiste entdeckt. Gibt's eine Waffenkiste? Magazin für die G36. Einfach down. Ist hier noch was an Gegnern? Ja. Wo? Ja, auf der Straße zum Beispiel. Oh Gott, das füllen vor mir direkt. Ja, wir haben Patrouillen in Stufe 2. Chris, was ist passiert? Chris? Hast du schon ein Heli nehmen und abhauen? Ja, komm. Naja, steck ein. Bin da. Los! Gott. Ah nein, ich hab die Fertigkeit nicht. Okay, für die Gegner. Ich sag gerade noch Chris an und dann geht's weiter. Wo einsteigt Chris? Na
Markierst du mal gerade die Mission, die wir freigeschalten haben in der Region? Ah, ja. Da oben ist Nebeneinsatz. Nee, nicht Nebeneinsatz, Haupt. Wir sollen hier angeblich. Ich meine nur wegen Heli. Okay. Wir haben eine Heli-Mission, die dann frei ist. Zerstören Sie die Koka-Vorräte, 3 Stück, okay. Das schaffen wir ja wohl. So viel ist eigentlich nebeneinander. Also müssen wir aufpassen, dass wir uns nicht innerhalb der Einzugsfeld verhängen. Ja. Ich werde was abgeschossen. Ich hab's gesehen. Kurz nicht auf den Bildschirm geschaut. Soll ich vielleicht Pilot übernehmen, wenn du nicht guckst? Wäre vielleicht besser gewesen. Alter. Abspringen oder? Vor 2 Minuten war Anpfiff, zweite Hälfte, jetzt steht's 5-0. Nach 2 Minuten echt nochmal. Abspringen oder? Absprung! Ich hab grad was getrunken. Schreiben wir uns auf, jeder ein? Wie? Nicht jeder einfallen, wir gehen bis der anderen eingehen, das haben wir gleich ein Problem. Okay. Das ist nicht zu viel. Wir nähern uns dem Ziel. Mann, durch so einen Güterbahnhof kann man verdammt viel Ware schleusen. Früher wurden hier Kaffeebohnen für Japa-Kaffee verladen. Jetzt bin auf dem Dach gelandet. Wir müssen den ganzen Bereich nach Koka-Lagern absuchen. Vor allem die Lagerhäuser und das Hauptgebäude. Wenn ihr was findet, vernichtet es. Verstanden. Erledigen wir es. Ja, das können wir jetzt zerstören, aber wie? Sikarios bewachen den Güterbahnhof. Auf Schießen, ne? Ich kann hier ein Koka-Lager erkennen. Also der Typ... Achtung, ich schieße. Erstes Koka-Lager zerstört. Weiter zum nächsten. Erstes von dreien haben wir. Muss weitergehen. Wir sind ganz viele Gegner aufpassen. Ich wollte gerade auf den Typen schießen, jetzt hab ich den aufgeschreckt. Sorry, wo ist der nicht? Ah, das sind Rebellen und wenn der Typ weg ist, dann kann ich die Rebellen. Da gibt's so ein Ausrufezeichen. Wow! Das war knapp. Alter, ich will dir helfen und dann ballerst du mit Mörsern auf uns? Oder sind das die Gegner, die auf Mörsern ballern? Also ich weiß nicht. Achso. Ich dachte, du hättest schon wieder den Mörser verkackt. Kommt man denn gerade hier hoch? Ich bin gerade verteilt oder okay, ich weiß nicht, wie ich zu Mario kommen soll. Ah, ne? Warte, ich hol Mario, aber ich weiß nicht, wie man zu dem Ausrufezeichen kommt. Ah ja, pass auf, jetzt geht er noch. Hä? Schieß doch voll auf den. Oh, wie kommt man jetzt hier hoch? Da hoch, okay. Mörser, Vorsicht! Hier ist der Flugplan für einen Kartell-Heli, der Nachschub liefert. Die Rebellen brauchen die Sachen. Holen wir ihn uns für sie. Wir müssen den Jammer ausschalten. Habt ihr den Sniper da oben, ja, ne? Ja, der ist umgekommen. Das war ein tragischer Unfall. Ich weiß, wo der Mörser ist. Noch mehr Gribbeln! Alter, das ist der dritte Weltkrieg hier. Ja, wirklich. Alter! Stürmen da jetzt einfach durch und machen das. Ja, da hinten ist noch der Mörser, der muss weg. Nice, gute Arbeit, Jungs. Oh, warte mal, 10 Millionen? Warum haben wir das nicht verkauft? Was stand das da? Er hat gerade gesagt 10 Millionen, warum? Ein Coca-Blättern war mindestens 10 Millionen Dollar wert. Sagt er jetzt, weg da! Wo es weh tut. Du Verrückter! Warum? Du sagst, ich bringe ihn in die Luft. Hast du nicht gesagt? Nein, oh. Hast du nicht. Hab ich nicht? Nein, hast du nicht. Da hab ich so gedacht. Denken ist nicht so deine. Egal. Denken ist meine Stärke, aber reden nicht. Also denken und. Ah, Multitasking bitte. So, ich würde sagen, eine packen wir noch und dann. Rollst du es erstmal. Wir haben hier noch eine Aufklärungsmission. Aber in der Nähe ist noch ein
Ausrufezeichen, ne? Oder ein Ausrufezeichen noch dran. Wir können dort nicht mehr raus. Ja, 900 Meter oder so, ne? Wir können Drohnen. Ja, I don't know. Auf der kleinen Map wird mir das gerade. Ja, wo bin ich denn gerade? Da. Aber wir sind fertig, wir müssen jetzt eine neue Mission anfangen. Ja, aber da gibt's doch noch Informationslager. Ach so, ganz weit hin oder was? Ja, anscheinend. Da gibt's noch ein Dokument. Ist tot. Was man auch ja, aber wie geht's um Dokumente? Okay, hier sind noch Gegner. Ich hab noch einen Tank. Okay, die sind im Gebäude drin, anscheinend. Was mich hier da oben ist so einer? Du merkst es schon direkt neben mir. Wow. Das haben wir, aber hier ist noch. Hier sind noch zwei grüne Symbole. Wie da hin? Muss ich irgendwie hoch? Ich komm, ich weiß nicht, wie ich zu diesem einen grünen Symbol hinkomme. Hast du das, Mario, das hier im Gebäude? Ah, das ist hier oben wahrscheinlich. Nee, noch nicht. Ah, ich hab hier, ich weiß, wo das ist. Ich bin hier gerade. Das ja, bei grad. Uns war auch noch eins in einem anderen Gebäude. Hast du das, Mario? Ich werde drauf gehen. Wow. Ja, da oben war noch was. Ey, da ist ein Fertigkeitspunkte, glaube ich. Fünf Stück. Oh, nice. Kann ich noch irgendwas freischalten? Vorsicht! Weißt du nicht, von wo wir da beschossen werden? Da oben. Krachmacher. Blitzergranate. Das nehme ich noch. Das kann ich nicht. Was ist denn noch ganz gut? Heli! Ja. Bin direkt da. Landgranate. Okay, 7 Punkte, was nehme ich mit? Mehr Munition, ja. Der Amplanköder dient dem verdeckten Vorgehen und lockt Gegner in eine Position. Kann ich irgendwie durchschalten oder wie? Verstehe. Komm mal. So markierten, ne? Bei A? Bei A, ja. Noch die eine Aufklärung, dann würde ich sagen, was? Für die Folge. Scheiße, er ist recht vor uns. Aber Uli natürlich über uns. Ich erkenne eine kleine Gruppe von der zwei da. Das ist ein Sniper, ne? Trefft den so nicht, ey. Hurensohn! Jetzt habe ich ihn! Eliminiert. Ha! Da läuft ein Leutnant. Da läuft unsere Information weg. Der will abhauen. Ich werd grad ganz schön. Zerkackt. Ich hab den Typen. Oh Gott, da ist noch einer! Hallo, noch ein Wagen! Ah! Noch Mick! Ich versuche ihn nicht zu verhören jetzt. Mach dein Maul auf, Arschloch! Wow. Genau, mach dein Maul auf. Ich sag, was ich weiß, aber du mir nicht! Hinter dir! Ich hole jetzt erst wieder! Sniper! Schafft ihr das? Zip! Wo kam das denn? Ja, den haben wir schon mal.
Er braucht schon eine Hauptwaffe, wenn er eine Pistole hat. Au! Por favor, sáquenos, abran la puerta. Du machst ja einen Stress, ich baller den ab. Baller mal alle ab. Seht mal da, Waffenkiste. Tango getroffen. Was war das? So. Die Information erstmal. Das ist ein Mörser, oder? Über die Todesstraße. Wie es scheint, haben sie Geleitschutz. Ich habe einen Namen. Salazar. Norman, ihr werdet über einen Kartellleutnant namens Salazar geredet. Cool, Mörser ist auch schon wieder verbessert worden. Jorge Salazar, Mörser Kokas Liebling. Mörser ging nicht. Die Geschichte geht ungefähr so. Salazar war 17, als er in den Wäldern gearbeitet. Als Mörser Kokas Liebling eine Waffenteile? Nee, noch nicht. Sind ihm direkt ins Herz geschlossen. Er Schulterstütze. Sich wohl an ihren Sohn, der etwa in Jorges Alter gestorben ist. Sie bot Jorge Arbeit an. Jorge. Jorge González. Ist das nicht der von Jump Snacks Topmann? Ja, stimmt. Ich bin Jorge. Oh Gott, wir müssen gegen Jorge kämpfen. Jorge ist einfach zu krass. Ey, was ist das für ein geiler Panzer? Salazar ist der einzige Mensch, dem Madre Kuka wirklich vertraut. Ich geh an das Geschütz. Wenn wir ihn schnappen, bricht eine Welt für sie zusammen. Sehen, was wir tun können. Hier, der Typ brennt hier auf der Stelle. Los geht's. Das Fenster. Okay. Was denn? Gut, ich würde mal sagen, da wo es jetzt richtig spaßig anfängt, hören wir auf aufzunehmen, ne? Genau. Oh. Habt ihr noch ein paar letzte Worte? Noch eine Folge, noch eine Folge. Ja. Vielleicht. Ja, ich kann auf jeden Fall nicht auf ins Fahrzeug rein, ich bin dann auf dem Dach. Gut. Dann, ja, bis bald.